Bon suave muchachos, da bin ich wieder, euer Deko. Da hinten liegt der Mabossa in seinem Bett. Willkommen zum ersten normalen Vlog eigentlich, denn bis jetzt kamen ja nur irgendwelche Special Events. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen in Zukunft mehr Vlogs bringen und ich fange damit einfach mal an. Und zwar ist einfach heute eigentlich kein geiler Tag, aber ein guter Tag für Vloggen, denn es gibt viel zu erzählen. Und zwar fange ich auch heute ist Montag. Erstmal das zu sagen, ich sage nur Hashtag typisch fucking Montag. Es ist so viel Scheiße passiert. Dazu kommen wir gleich. Wir fangen erstmal an bei Sonntagabend. Wir waren Sonntagabend am Labern, eine Aufnahme machen oder nicht. Und dann sage ich ihm so, Mabossa, wir machen morgen Montag, stehen wir einfach mal früh auf, um 9 oder sowas. Und machen dann einfach mal 5, 6 ARK-Folgen am Stück. Weil in längeren Sessions bei ARK lässt sich mehr machen. Mein Bosser sagt, nein, wir treffen uns morgen um 12 mit Kev in der Shisha-Bar. Und damit fing das ganze Unglück an. Denn, früh aufgestanden, eine Folge ARK aufgenommen, damit wenigstens für heute eine Folge ARK kam. Dann ist der Deko los, oder wollte er lossprinten zur Shisha-Bar, um nicht zu spät zu kommen. Packt seine Trainingstasche, denn nach der Shisha-Bar wollte Deko direkt zum Training. Pack also Trainingstasche, greift das Ding, Stiefel los, zieh mir die Schuhe an, geh raus aus der Tür. Fuck. Schlüssel vergessen. Nein! Erster typisch Montag-Event. Wer ist jetzt der Goldfisch? Digga! Wer ist Digga, der Goldfisch? Ich war irgendwas da überlegen mit Videos einstellen, keine Ahnung, was irgendwas. Ich war vollkommen brain AFK. Stiefel aus der Bude raus, ohne Schlüssel. Und ihr kennt diesen Moment. Die Tür gerade hinter mir zugezogen. Pack eine Tasche, scheiße, Schlüssel nicht da. Normalerweise gar nicht so ein großes Problem, denn ich habe ja Mitbewohner, Mike. Aber der ist bis nächstes Wochenende erstmal bei seiner Freundin in Köln. Hashtag scheiße. Dann denke ich mir so, Ersatzschlüssel liegt bei meiner Mutter. Aber nein, nein, natürlich nicht, ist doch Montag, meine Mutter ist im Urlaub. Hashtag scheiße. Dann denke ich mir so, fuck, hat Marvin Schlüssel? Nein, oder nicht. Hat Kev einen Schlüssel? Erstmal Kev angeschrieben, ob der einen Ersatzschlüssel hat? Nein. Hat Tom einen Ersatzschlüssel? Nein. Keiner hat scheiß Ersatzschlüssel. Alles war also verkackt. Und da fing dann die Scheiße schon mal an. Also, los erstmal in die scheiß Shisha-Bar, denn machen konnte ich gerade eh nichts. Dann sitze ich da, schreibt Marvin mir, ich komme 10 Minuten später. Erstmal auf der Weg zur Shisha-Bar ist mir eine fucking Bahn abgehauen. Die habe ich verpasst. Und dann schreibt Marvin mir, ich komme 10 Minuten später, ich chill da also. So muss ich aber sagen, Bad Luck Mabossa, ich muss da genau so eine kleine Story erwähnen, wie Deko gerade schon gesagt hat, Pechtag, aka Montag. Ich bin schön mit meinem Fahrrad zur Shisha-Bar gefahren, wollte mich da mit Deko und Kev treffen und bei der Fahrt dahin ist mir einfach der Reifen kaputt gegangen. Die Luft ist einfach rausgegangen, dann durfte ich diese Scheiße da hinschieben. Wer ist dieser Montag? Was ist da los, Alter? Heute war echt der Tag und dann sitzen wir an der Shisha-Bar, Marvin kam mittlerweile auch an. Aber war von Kev noch nichts zu sehen. Normalerweise der überpünktlichste Mensch ever. Und der ist einfach nicht da. Der kam gestern aus Los Angeles von der E3 wieder. War noch mies im Jetlag und kann erst mal verschlafen. Das heißt, ich wollte gar nicht in die Shisha-Bar, weil ich rauche nicht. Wenn ich in der Shisha-Bar bin, dann stinke ich danach immer mies nach Tabak, nach Rauch. Und ich dachte mir, ah komm, Alter, der Kev, den hast du lange nicht mehr gesehen. Der war in Los Angeles, der hat mies viel zu erzählen. Gehst du mal trotzdem hin. Scheißtype auf die ARK-Aufnahmen. Machen wir halt nicht 4 ARK-Aufnahmen in der Zeit. Ist egal, Hashtag unproduktiv. Wir machen das einfach und dann ist der nicht mal da. Das ist genau der Grund, weshalb ich nicht zu spät kommen wollte. Shisha-Bar. Weshalb ich da hingehen wollte. Kev. Weshalb ich meinen Schlüssel vergessen habe. Kev, Shisha-Bar. Und dann ist er nicht mal da. Du schiebst irgendwie deine Probleme auf. Ja, okay, da doch, er war schuld. Kev war schuld. Kev war schuld, dass ich meinen Schlüssel vergessen habe. So eine Scheiße. Und dann zum Glück zwischendurch mit Mike getextet. Mike schickt mir jetzt per DHL-Express-Lieferung morgen früh seinen Schlüssel hierher, damit ich in die Wohnung reinkomme. Was richtig nett von ihm ist, kostet 15 Euro der Scheiß. Aber wenigstens ist es morgen da. Soll ich selber zahlen? Ja, ich muss es selber zahlen, aber er wird es vergessen. Ich setze darauf, dass Mike es vergisst. Okay, warte mal, jetzt kommt's. Was habe ich eigentlich alles damit zu tun? Jetzt pennt dieser Strich einfach bei mir. Oh! Und verschmutzt mein Zimmer. Genau, ich werde heute ein bisschen meiner Bossa den Popo-Pieker spielen, denn ich habe ja keine Bude, ich muss bis morgen auf den Schlüssel warten. Das heißt, ich werde einfach hier pennen
Und wir werden uns zusammen Game of Thrones angucken und dann wird er langsam einschlafen und dann kuschel ich mich an ihn. So, das war eigentlich so die negativen Seiten von heute. Es war einfach scheiß viel. Es war Schlüssel vergessen. Es war kein Ersatzschlüssel. Es war Kev kommt nicht mal dahin. Es war Marvin verspätet. Es war Marvins Reifen kaputt. Es war U-Bahn verpasst. Es war einfach so ein typischer fucking Montag, einiges zu erzählen. Dann, was haben wir noch gemacht? Für den Vlog, er muss ja etwas umfangreicher werden. Wir haben gesagt, wir machen viel mehr Vlogs. Das Ding ist, wir müssen uns darauf erst einspielen und einstellen, dass wir einfach die Kamera mehr dabei haben, weil es ist jetzt schon wieder, eigentlich hätte man so am Tag ein bisschen was aufnehmen können, aber weil wir daran noch nicht gewöhnt sind, muss ich das jetzt so mies langweilig Modus hier im Zimmer machen, während ich nur rumsitze und was für langweilig Bossa, Modus? Ich hab das geilste Zimmer. Mal Bossa da in seinem, wir machen einmal, ey, Roomtour. Roomtour beendet, Muchachos. Der beste Sound. Das war Roomtour. Es fragen immer alle nach Roomtour. Wir haben Roomtour gemacht. Nein, es kommt doch nochmal irgendwann eine Roomtour, wenn die Bude mal fertig ist. Egal, also ich war noch trainieren. Training war ausnahmsweise, also Training hatte ich gedacht, wäre auch scheiße, aber war am Ende doch ganz gut. Dann wollte ich zu Mabossa gehen, weil Mabossa an der Shisha-Bar schon gesagt hat, er geht nicht trainieren. Will ich zu Mabossa, willst du der Straßenbahn, schreibe ich Mabossa an, ey, ich bin gleich da, sagt er, ich bin im Training. Ich so, Alter, willst du mich eigentlich vollkommen verarschen? Und dann sagt er mir, danach treffe ich mich mit Kev an der Shisha-Bar. Ich so, Alter, was soll ich denn jetzt die ganze Zeit machen? Ich habe kein Zuhause, wo soll ich hin? Bin ich einfach zu Mabossa ins Fitnessstudio hingegangen, stehe da so kurz, geh dann, dachte mir so, okay, gehst du mal eben bei Karstadt Sport rein, und steht hier rum, die ganze Zeit rumzustehen. Schreibt nach 5 Minuten, ich bin bei Karstadt Sport drin, schreibt Marvin mir, keinen Bock auf, nee, er hatte keine Klamotten dabei, er hat Klamotten vergessen. Geht nicht und ich bin in Karstadt Sport. Okay, ich bin auch hier, erstmal gesucht, gefunden. Dann waren wir lecker essen beim Türken. Marvin hatte Köfte, ich weiß gar nicht, was ich hatte. Ich hatte irgendwas mit Hähnchen. Du hattest Hähnchenspieße. Tavuk! Tavuk-Shish, glaube ich. Irgendwie so. Tavuk-Shish! Tavuk-Shish hatte ich. Also türkisch mies lecker. Dann beim Türken kam dann auch Kev vorbei endlich. Und dann hat er uns was über L.A. erzählt. Und wir haben wieder viel über YouTube gelabert und über neue Ideen, neue Konzepte, die man möglicherweise machen, erfinden, entwickeln könnte und wie man das Ganze startet. Wir wollen mies Knete investieren wieder in den Kanal. Wir brauchen nämlich eine neue Vlog-Kamera. Das hier ist ja so eine kleine mit Only Fish Eye. Und wir wollen so für High-Quality-Videos uns noch eine Cam kaufen. Die wird allerdings ungefähr mal eiskalt irgendwie 3000 Euro kosten. Das heißt, da müssen wir wieder einiges investieren. Außerdem brauchen wir ein Lappy. Wenn wir unterwegs sind, müssen wir Videos bearbeiten können, weil wir wollen auch unterwegs Vlogs machen und so. Sollte jetzt alles Hashtag, Mashtag werden, alles mies fresh werden. Also auch noch ein Lappy kaufen, der kostet auch ungefähr nochmal ein K. Hashtag YouTube, Mann, die gibt's einfach nicht. Es ist einfach immer alles weg. Wir müssen immer alles ausgeben, um euch Qualität zu bieten. Aber, ja, was haben wir dann gemacht? Und dann, wir waren im Fahrradladen, denn wir haben eine Idee, wir wollen ja, hat der Marvin, glaube ich, schon mal gesagt in einem Vlog, wir wollen so eine Hannover-Tour machen. Und dabei auch vloggen und euch so ein paar frische Stellen in Hannover zeigen. Davon gibt es einige hier. Und die wollen euch so ein bisschen vorführen. Das Ding ist nur, wir dachten uns, wir wollen die so richtig geil mit so einem Cruiser machen. Wer ist dieser Longboard eigentlich? Wir kaufen uns so ein fettes Cruiser-Fahrrad, wo man irgendwie so drauf sitzt, wie auf so einer dicken Harley-Davidson oder so. Und fahren dann damit durch Hannover. Und das Ding ist, kaufen nur um Vlog zu machen, ist ein bisschen kacke eigentlich. Und deswegen dachten wir uns, wir leihen es dir irgendwo aus und hier ist ein Fahrradladen. Leider leiht er sie nicht aus, was jetzt ein Problem ist. Wir müssen uns noch irgendwas ausdenken. Aber auf jeden Fall, wir brauchen einen Cruiser. Wir können einfach einen Cruiser klauen. Zwei Cruiser klauen. Wir klauen die einfach. Und abends bringen wir sie zurück. So machen wir das, Muchachos. Also auf jeden Fall, was wir sagen wollen. Montag ist scheiße, aber Muchachos, es war eigentlich nur der Anfang scheiße. Was bedeutet, macht einfach weiter euer Ding, lasst euch von sowas nicht zu doll wegficken. Der Rest des Tages war dann doch irgendwie ganz cool. Wir haben mit Kev gelabert, wir haben lecker gegessen. Wir machen jetzt eine kleine Übernachtungsparty hier mit Marvin. Wir gucken eine neue Folge Game of Thrones. Ich freue mich voll. Wir gucken eine neue Folge Game of Thrones. Wir bestellen uns vielleicht was zu essen. Also, Muchachos, lasst euch sowas nicht so zu Herzen nehmen. Wenn es mal scheiße aussieht, dann macht einfach weiter. Geht dann nicht mit so einer negativen Einstellung dran. Dann wird es auch wahrscheinlich nochmal wieder ganz gut. Ja, das war's eigentlich. Unser erster normaler Vlog. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wir werden dann demnächst auch darauf achten, dass wir Kameras mehr mitnehmen, damit wir ein bisschen mehr noch Action zeigen können.
Und Muchachos, gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns im nächsten Video reingehauen. Bye, bye. Ciao.